fast vergessen. Ich löse auch noch mein Gewinnspiel auf heute. Ich gebe zu, das war knallhart berechnet, weil ich einen Aufhänger für mein heutiges Thema brauchte, nämlich Buchverfilmung, insbesondere im Bereich Jugendbuch und Fantasy. Wo fange ich an? Kennt ihr Buchverfilmungen vor Harry Potter, die es irgendwie in die Kinos geschafft haben? Ich habe jetzt echt lange gegrübelt und überlegt, ob mir eine einfällt, aber ich bin auf keine gekommen. Denn 2001 war der erste Harry Potter Film, der kam hier dann in Deutschland ins Kino. Und dann fällt mir auch ganz lange überhaupt nichts ein, was überhaupt gekommen ist. 2006 gab es dann Eragon, 2008 Tintenherz, 2010 gab es noch Percy Jackson, Liebe im Olymp. Und irgendwie gab es noch was anderes? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind ja abgesehen von den Harry Potter Filmen sowohl Tintenherz, Eragon als auch Percy Jackson scheinbar ziemlich gefloppt. Denn von Eragon und Tintenherz wird es erstmal keine Fortsetzungen geben. Ich habe auch bis jetzt nur Negatives gehört über die Verfilmung. Und Percy Jackson, naja, der kam 2010 raus. Seitdem halten sich hartnäckig Gerüchte, dass demnächst eine Fortsetzung kommen wird. Aber das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Von daher, ich bezweifle es ein bisschen. Und lasst uns überlegen, was kam als nächstes Großes? Twilight. Richtig. Da ist ja dann morgen endlich die Ära vorbei. Der letzte Teil kommt ins Kino. Wer von euch guckt es sich an? Ihr könnt es ruhig zugeben. Es ist auf jeden Fall so, ich werde es mir nicht im Kino angucken, kann ich gleich schon mal sagen. Denn ich war bei Teil 1 und 2 noch im Kino und es ging mir damals schon furchtbar auf die Nerven, dass das doch überwiegend weibliche Publikum, jüngere weibliche Publikum, sehr laut mitgefiebert hat. Sagen wir es mal freundlich so. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie so oft in einem Film gehört wie bei Twilight und das hat mich doch ein bisschen genervt. Deswegen werde ich mir jetzt den letzten nicht mehr angucken im Kino. Aber falls ihr reingeht, könnt ihr mir ja mal sagen, wie er war. Tja, aber nur weil früher die Filme, abgesehen von Harry Potter und dann Twilight, gefloppt sind, heißt das ja nicht, dass es so bleibt. Denn ich habe das Gefühl, spätestens seit dann auch Twilight gut funktioniert hat, hat das eine kleine Revolution auf dem Filmmarkt ausgelöst. Denn ich meine dann Hunger Games. Nächstes Jahr und übernächstes Jahr kommen dann außerdem noch ganz viele weitere Filme. Nur mal als Beispiel die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Rubinrot wird den Anfang machen. Übrigens eine deutsche Produktion, auf die ich sehr gespannt bin. Dann The Mortal Instruments von Cassandra Clare. Bestimmt auch sehr gut. Das erste Buch hat mir gefallen und der Film, der Trailer, der jetzt rausgekommen ist, sieht auch schon nicht schlecht aus. Und das nächste wäre dann ja 16 Moons von Cami Garcia und Margaret Stohl. Ebenfalls ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat und wo ich auf den Film gespannt bin. Fallen euch noch ein paar mehr ein? Und was haltet ihr überhaupt davon? Ich weiß ja, dass viele Leute sagen, ach nee, mir hat das Buch gefallen, warum sollte ich mir den Film angucken? Der zerstört hinterher nur meine eigenen Vorstellungen vom Buch. Und andere wiederum sind sehr begeistert. Ich bin sowieso ein sehr großer Filmfan, also ich lese nicht nur Leute, ich gebe es zu, ich schaue auch sehr viele Filme und von daher bin ich immer sehr gespannt, wie meine Lieblingsbücher umgesetzt wurden und kann das auch als etwas komplett vom Buch Getrenntes genießen. So ist es nicht. Naja, und jetzt habe ich euch natürlich schon wieder ein paar Minuten auf die Folter gespannt, denn ich wollte ja mein Gewinnspiel unbedingt auflösen. Es tut mir ehrlich gesagt super leid, dass ich nicht jedem ein Buch geben kann, weil es haben ja massenhaft Menschen mitgemacht, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Vielen Dank dafür. Und ja, 5 Gewinner wird es geben. Ich werde die gleich alle nennen und ich hoffe, wenn ihr euch hier wiederfindet, dann schickt ihr mir eine Privatnachricht hier bei YouTube mit eurer Adresse, damit ich das Buch so schnell wie möglich rausschicken kann. Deshalb lege ich gleich mal los. Das erste Buch, was ich verschenke, war Der letzte Traumwanderer von Christoph Lode und das geht an Om Nom Nom Kitten. Herzlichen Glückwunsch! Außerdem, weiter geht es mit Do You Yoga von Emma Burstel. Über das Buch kann sich demnächst Murder Doll 149 freuen. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin auch ein bisschen erleichtert, jetzt muss ich keine Albträume mehr von Chucky, der Mörderpuppe, haben. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt deinen Zorn damit besänftigt und kann wieder in Ruhe schlafen. Tja, dann gab es natürlich noch
Schmutzengel von Jutta Profit. Das geht an Block of Books. Und die letzten beiden Gewinner und Gewinnerinnen kriegen jeweils ein Exemplar von About Boy. Und das wären Melody Noir und Aissa Millet. Aissa Millet. Ja, jedenfalls meinen herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, alle, die jetzt nichts gewonnen haben. Bitte nicht traurig sein, ich mache bestimmt nochmal irgendwann ein Gewinnspiel. Zur Not bei meinem 1000 Abonnenten-Special, was vielleicht in 5 Jahren irgendwann mal kommen wird. Mal sehen. Und vielleicht habt ihr da ja Glück. So viel also dazu und eins fällt mir noch ein, genau, ich habe in der Straßenbahn mal wieder ein wirklich blödes Gespräch belauscht. Da waren zwei Typen, ich würde die so auf 23, 24 schätzen, also mein Alter, und die haben sich über Bücher unterhalten. Und der eine meinte zum anderen tatsächlich, dass er Bücher absolut dämlich findet, weil für ihn ist das nichts anderes als ein veraltetes Handy. Genau. Ich weiß nicht, ob ich den Witz dahinter einfach nicht verstehe oder ob der Typ einfach nicht ganz so helle war. Wie auch immer. Ich muss noch meine Mama anrufen. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Macht's gut. Ja, hi Mama.